herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Heute fahren wir mit einem Alstom Coradia Continental von der HLB von Rüsselsheim Opelwerke nach Aschaffenburg. Und den Fahrtverlauf seht ihr hier auch auf der Karte. Und wir schauen uns jetzt erst einmal die Einfahrt unseres Zuges im Bahnhof Opelwerke Rüsselsheim an. Ja, heute sogar eine Doppeltraktion hier im Einsatz und wir schauen mal rein in den Zug. Hier sehen wir also die zweite Klasse mit den typischen Sitzen, die man auch aus verschiedenen anderen Fahrzeugen des Typs so kennt. Wir haben natürlich auch mehrere Toiletten im Zug, aber in der zweiten Klasse nicht ganz so viel Ausstattung, also nur kleine Tische. An den Reihensitzen gar keine Tische, aber immerhin Steckdosen sind vorhanden. Und hier haben wir die erste Klasse mit den gleichen Sitzen. Allerdings gibt es dann hier etwas größere Tische. Das Ganze dann in einer 2+2 Bestuhlung tatsächlich ebenfalls. Also wenige Unterschiede nur zur zweiten Klasse, einfach nur ein bisschen mehr. Also die Tische eben vor allen Dingen als Zusatzausstattung. Steckdosen sind hier natürlich entsprechend auch vorhanden. Und hier verlassen wir schon den Bahnhof Rüsselsheim-Opelwerk und fahren dann erstmal Richtung Rüsselsheim und wir hören uns den Zug mal an. Die Fahrtroute hier ist relativ ungewöhnlich, denn wir fahren mit unserem Zug nicht in den Regionalbahnhof am Flughafen, sondern tatsächlich in den Fernbahnhof ein. Das ist auch die einzige Regionalbahnlinie, die hier planmäßig im Fernbahnhof statt im Regionalbahnhof anhält. Hier sehen wir auch schon die Einfahrt in den Fernbahnhof des Flughafens von Frankfurt. Und danach geht es dann vorbei am Frankfurter Stadion. Ohne Halt in Frankfurt Hauptbahnhof geht es nämlich direkt durch nach Frankfurt Süd. Das heißt, uns entfällt hier der Fahrtrichtungswechsel. Dadurch sparen wir natürlich einiges an Zeit. Eine der ganz wenigen Regionallinien, die nicht am Hauptbahnhof anhalten. Hinter Frankfurt Süd geht es dann über den Main und dann geht es nördlich des Mains in Richtung Hanau. Hier haben wir also einmal schön den Blick auf den Osthafen von Frankfurt. Hier eine große Parkanlage entstanden und ein sehr moderner Stadtteil mit neuen Hotels. Und danach geht es dann eben durch die Vororte von Frankfurt und ein bisschen durch die Natur über Hanau nach Aschaffenburg. Der Zug fährt dann noch ein Stückchen weiter nach Laufach. Wir sind aber in Aschaffenburg dann ausgestiegen. Hier haben wir gleich Hanau erreicht. Ja, und dann haben wir noch das Stückchen nach Aschaffenburg. Das war ja auch schon Teil verschiedener Videos von mir. Das wird jetzt hier nicht nochmal extra drin vorkommen. Das heißt, das Video relativ kurz heute nur. Ich wollte euch nur eben mal den HLB Coradia Continental, also den Coradia Continental der Hessischen Landesbahn zeigen. Das war es nämlich auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.